Hallo, ich habe das Vergnügen, Constanze und Dominik von Green IT hier am Mikrofon zu haben. Und ich würde euch ganz gerne mal die Frage stellen, was bedeutet denn für euch gesellschaftliche Verantwortung im Unternehmen Green IT und wie setzt ihr das um? Ja, genau. Also ich bin Werkstudentin bei der Green IT und bin für den Bereich Social Media und CSA verantwortlich. Für mich bedeutet gesellschaftliche Verantwortung vor allem Nachhaltigkeit. Aber Nachhaltigkeit nicht nur im gesellschaftlichen Sinne, sondern auch im ökonomischen und im kulturellen. Das ist uns ganz wichtig. Also bei uns in der Firma achten wir sehr auf eine offene Kultur. Wir sagen uns gegenseitig Probleme. Wir haben eine Open-Door-Policy, also das heißt, es ist ein sehr, sehr offener Umgang, aber gleichzeitig sind wir eben auch nachhaltig, was unser Produkt angeht, beziehungsweise was unser Unternehmenskonzept angeht. Also wir haben die Nachhaltigkeit, die gesellschaftliche Verantwortung direkt für den Kunden und für die Umwelt integriert. Wie sieht das bei dir aus, Dominik? Ich komme eigentlich von der Uni Wittenherdecke. Ich bin jetzt für 6 Wochen bin ich Praktikant bei der Green IT. Und bei mir ist es so, dass ich mich für später auch nachhaltig umschauen möchte. Ich finde den Ansatz von Green IT sehr spannend, dass man eben, wie Constanze gerade schon gesagt hat, Ökologie und Ökonomie verbindet. Weil ich glaube, das ist eben für später sehr wichtig, dass eben Firmen nicht nur im Jetzt denken, sondern für die Zukunft auch sehen, dass es in späteren Generationen immer noch gut zu leben ist, dass die Leute auf die Natur achten. Ich finde, in dem Bereich braucht man auf jeden Fall, muss ein Umdenken stattfinden. Und wir von der Green IT, wir fördern das eben, indem wir einen grünen Ansatz im IT-Bereich einfach an die Unternehmen ranbringen. Vielleicht, was noch wichtig ist, unser größtes Problem dieser Zeit ist eigentlich der Klimawandel. Und wir sind ein Unternehmen, das dieses Problem erkannt hat und die das Problem angehen. Denn wir bieten ressourcenschonende und energieeffiziente Produkte. Und das ist eigentlich unser größter Benefit für die Gesellschaft. Ja, vielen Dank, ihr beiden.